Cobra Kai Staffel 5. Wie geil war das denn? Und mein Lieblings-Badass Chosen war auch dabei. Darüber müssen wir sprechen. Bleibt dran. The power of the dark side, 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 side. Hallo bei Daddy Vintage, dem neuen Kanal für Toys, Movies und Reviews. Ich bin Philipp und das ist Rocky Matschente. Eigentlich wollte ich das Video über Staffel 5 von Cobra Kai schon vor ein paar Wochen machen, aber es hat sich leider immer wieder verzögert. Auf alle Fälle, ich freue mich riesig auf Staffel 3 und trotzdem gibt es genug Gründe, Staffel 5 nochmal zu besprechen. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Seid bitte nicht böse, wenn ich mal aufs Papier gucken muss. Die Staffel fängt ja damit an, dass Chosen aus Japan gekommen ist, bei den LaRussos nackt aus dem Pool steigt und auf einmal bei Frau LaRusso im Wohnzimmer oder in der Küche steht. Aber das ist jetzt nur, um zu zeigen, dass er sich die Mühe gemacht hat, um aus Japan zu kommen. Der erste Story-Arc ist ein bisschen, dass Miguel ja nach Mexiko gefahren ist, um seinen Vater zu suchen. Den finde ich eigentlich ein bisschen überflüssig. Er wurde ja reichlich von seiner Mutter gewarnt und am Ende stellt sich dann raus, dass sein Vater wirklich ein mieses Schwein ist. Der wird dann irgendwie von Johnny Lawrence, glaube ich, war das, wieder zurückgebracht. Naja, auf alle Fälle, deshalb fehlte Johnny Lawrence auch am Anfang im Kampf gegen Terry Silver. John Kreese war ja im Gefängnis gelandet und Terry Silver hatte ja am Ende der Staffel 4 mit Cobra Kai gewonnen, weil er die Schiedsrichter bestochen hat. Naja, auf alle Fälle in der Zwischenzeit versuchen Danny LaRusso und Chosen eine Strategie zu entwickeln, wie sie Cobra Kai bekämpfen können. Und dann mit der Zeit stößt dann auch Johnny Lawrence wieder dazu als Verbündeter, dass wir sozusagen sehen, das Kriegsbeil wurde erstmal begraben und Igel Fang und Miyagi-Do machen jetzt gemeinsame Sache. In der Staffel gibt es kein All-Valley-Turnier. Das liegt daran, dass die Kinder in Anführungsstrichen wahrscheinlich jetzt zu alt geworden sind, weil es war ja ein U18-Turnier, glaube ich. Also nur für 17 oder Jüngere. Naja, gucken wir uns die verschiedenen Charaktere nochmal an. John Kreese, wie gesagt, sitzt im Gefängnis. Spielt nicht so eine große Rolle. Später merkt man dann, dass er ein bisschen mit Tori verbündet ist, die ihn mit Informationen versorgt. Aber im Endeffekt kann er von da, wo er ist, auch nichts großartig machen. Terry Silver ist richtig auf Kampfmodus. Der hat nämlich, ich nenne sie immer Lucy Lou, der hat die Tochter oder Enkelin seines alten Meisters aus Korea, glaube ich, war das, kommen lassen. Und die bringt gleich noch ein paar harte Jungs mit. Damit wollen sie dann endgültig Yagi-Do und Igel Fang besiegen. Dann ein großer Rückkehrer, wo wir uns sehr gefreut haben. Wir dachten die ganze Zeit, er wäre böse. Mike Barnes. Chosen und Danny besuchen, glaube ich, Mike Barnes, der jetzt ein Möbelgeschäft leitet. Wird erst so ein bisschen als langweiliger Charakter dargestellt, wird später nochmal eine wichtigere Rolle bekommen. Auf alle Fälle super sensationell, dass er zurückgekommen ist. Am Anfang, wie gesagt, wird er noch ein bisschen als dumm dargestellt. Dann mein absolutes Lieblings-Badass, Chosen. Ich fand es schon in der Staffel davor gut, wie er dann Danny noch so ein paar Tricks beigebracht hat, wie er auch gezeigt hat, dass er eigentlich gegen Danny locker gewinnen würde. Ist echt so der zweite Miyagi nicht geworden, aber ist wirklich in seinem Karate noch gewachsen. Dazu kommen wir noch gleich, wenn wir zum Finale kommen. Johnny Lawrence versucht immer noch, seinen Sohn Robbie mit Miguel ein bisschen aneinander zu bringen, weil es stellt sich nämlich raus, dass seine Freundin schwanger ist. Und das weckt neue
Verantwortung bei Ihnen, also soweit es bei Ihnen geht. Das wird auch ganz interessant, wie da die Geschichte weitergeht. Auf alle Fälle schaffen Sie es nämlich am Ende, dass über das Baby und über den Konflikt mit Cobra Kai, Robbie und Miguel sich wenigstens halbwegs versöhnen. Allgemein muss man nämlich sagen, dass in der Staffel die jungen Darsteller ein bisschen vernachlässigt wurden. Und was ich ja ganz gut finde, weil ich ja auch noch aus der alten Zeit komme, von den Karate Kid-Filmen, dass es ein bisschen mehr wieder Fokus auf die Älteren gibt. Also sieht man zum Beispiel von unserem Fanliebling Hawk ziemlich wenig, auch wenn er sozusagen dafür den Endkampf als Kandidat ausgesucht wird. Da ziehen dann Robbie und Miguel sogar zurück. Ja, dann gibt es ein sensationelles Comeback von Stingray. Das war auf alle Fälle super cool. Mit dem Auto da, was Johnny Lawrence hatte, was war das? Kein Ford Mustang. Auf alle Fälle da dieser Wagen, auch bei Transformers war, glaube ich. Super geile Karre, dieses Cobra Kai Auto. Er wurde ja sozusagen dafür bestochen, dass er eine Falschaussage macht. Das wird dann im Finale auch nochmal wichtig. Sensationell auf alle Fälle. Dann gibt es gleich mal zwei Bonusfakten. Einmal, was ja immer noch nicht in meinen Kopf geht, wenn ihr an an Karate Kid 3 denkt. Da ist doch dieser junge Daniel LaRusso, der gerade die Highschool abgeschlossen hat. Und dieser Geschäftsmann Terry Silver, der schon im Vietnamkrieg war und alles. Und jetzt zieht euch noch mal rein, dass der Schauspieler von Daniel LaRusso älter ist als der Schauspieler von Terry Silver. Kann man sich gar nicht vorstellen, ist aber so. Dann noch ein anderes Bonus-Fact. Dafür würde ich mich aber sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und einen Daumen nach oben. Dafür gibt es Bonus-Fact Nummer 2. Die Szene von Karate Kid 2 am Anfang, wo die sich auf dem Parkplatz streiten und wo John Kreese die Scheibe einschlägt und von Miyagi gedemütigt wird. Das haben sie gar nicht für den zweiten Teil gedreht. Ich habe mal gelesen, dass das während der Karate Kid 1 Dreharbeiten gedreht wurde und dann nicht verwendet wurde. Und dann hat man das wohl erst später aufgegriffen. Also wenn das stimmen sollte, bedeutet das ja praktisch, dass Johnny Lawrence jetzt gar nicht für Cobra Kai erneut, für Karate Kid 2 damals gecastet wurde. Das ist nur ein ganz interessanter Bonus-Fact. Naja, auf alle Fälle wird Stingray dann überredet, die Wahrheit zu sagen. Und es kommt weiter zum Konflikt zwischen Cobra Kai, Eagle Fang und Miyagi Karate. Und dann geht es darum, dass ein neues Turnier, da muss ich nochmal nachgucken, wie heißt das, das Sakai Taikai, das habe ich nochmal nachgeguckt, das heißt irgendwas, du sagst Frieden, wurde das übersetzt, also irgendwas mit Frieden. Dieses große internationale Turnier steht an und Cobra Kai mit Terry Silver möchte da auf jeden Fall antreten. Dann kommt es da immer wieder zu Reibereien. Auch die jungen Leute, wie gesagt, die spielen jetzt nicht so die Hauptrolle. Es gibt Reibereien mit Tori, Samantha. Dann wurde dieser farbige Junge weiter aufgebaut. Ich glaube, sein Name ist Kenny, der auch so zum richtig harten Jungen geworden ist und dann auch sogar praktisch diesen Koreaner, diesen anderen asiatischen Jungen, der so eine Art Vormachtstellung da bei Cobra Kai hatte, ein bisschen ablöst. Ja, bis zum großen Finale hin. Das große Finale, wo mein neuer Liebling Chosen voll zur Geltung kommt. Wo Chosen Mike Barnes, der auf einmal wieder zurückkommt und dann auf Seiten von Danny und Johnny Lawrence und Chosen steht. Und Johnny Lawrence
das Haus von Terry Silverstone. Was ja eigentlich ganz interessant ist, weil das ist ja eindeutig Hausfriedensbruch. Und normalerweise könnte Terry Silver eine Knarre in die Hand nehmen und die einfach als Eindringlinge abschießen. Aber es kommt auf alle Fälle da irgendwie zum Super Battle, wo dann sogar auch Schwerter zum Einsatz kommen. Und da sieht man erstmal, wie hart die Typen dann sind, wenn es um alles geht. Als Johnny Lawrence am Boden liegt, dann fällt ihnen irgendwie dieses Ultraschallbild von seinem Baby aus der Jacke oder was. Und das gibt ihnen dann nochmal Kraft. Auf alle Fälle kommt es zur riesen, riesen Endschlacht-Eskalation. Und bis dann nachher im Dojo Daniel LaRusso auf Terry Silver trifft. Und da ist das dann ja immer so, ne? Daniel LaRusso hat dann ja immer so seinen Moment, wo er dann auf einmal doch nochmal gegen stärkere, vermeintlich stärkere gewinnen kann. Und er gewinnt dann gegen Terry Silver. Es kommt raus, dass Terry Silver die Schiedsrichter bestochen hatte. Und damit ist dann Cobra Kai gedemütigt. Terry Silver liegt am Boden. Und durch die Aussage von Stingray wird er am Ende dann verhaftet. Wie es genau weitergeht, sehen wir dann in Staffel 6. Chosen, der schwer verletzt wurde, liegt auf der Krankenwagenbahre. Zum Glück, er ist nicht tot. Ist ein harter Typ, er steckt das weg. Und die Serie Staffel endet damit, dass John Kreese aus dem Gefängnis ausbricht. Was ganz interessant ist, weil ist es eigentlich strafbar, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen? Das macht auf alle Fälle Lust auf Staffel 6. Ich werde auch hier ein Video verlinken, wo ich meine Gedanken zur Staffel 6 mit euch teile. Schreibt doch mal in die Kommentare, was glaubt ihr? Was passiert in Staffel 6? Das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr abonniert den Kanal. Ich hoffe, ihr seid nicht so streng. Bis zum nächsten Mal, euer Daddy Vintage.